Die FDP ist mit den Grünen die beliebteste Partei unter Erstwählern. Also, Pavo, ganz viele Erstwähler haben sich für euch entschieden. Seid ihr doch keine reichen Partei? Ich glaube, das liegt daran, dass wir sehr stark das soziale Aufstiegsversprechen betonen. Wir sind halt vor allen Dingen für die Leute da, die nicht schon irgendwo angekommen sind, sondern wir sind Anwalt für all die, die irgendwo ankommen wollen. Und mit reichen Partei hat das dann auch gar nichts mehr zu tun. Was sind eure drei wichtigsten Forderungen für junge Menschen? Wir fordern im ersten Halbjahr 2023 jetzt die Einführung der Aktienrente. Außerdem wollen wir eine BAföG-Reform und wollen, dass das BAföG tatsächlich elternunabhängig ist. Ein dritter Punkt, die Legalisierung von Cannabis. Stichwort Aktien, Hand aufs Herz. Wie viel heißen bei euch Justus und studieren BWL? Weniger, als man das im Internet vermuten würde. Ich bin sicher, wir würden einen finden, aber nicht 100. Jetzt noch ein kleiner Fragenhagel. Klimaprotest auf Straßen. Nein. Legalisierung von Gras. Definitiv ja. Wahlalter ab 16? Ja. Atomkraft. In der aktuellen Situation ja. Russland-Sanktionen? Ganz klares ja. Klimaneutral bis? So schnell wie möglich.